kennst das Land, du kennst das Stadion, du kennst den Gegner. War das heute für dich schon auch ein besonderer Tag, auch wenn es nur ein Testspiel war? Ja, war schon speziell. Meine Familie ist auch gekommen und ein paar Freunde und das war schon schön. Ich glaube, uns wurde alles abverlangt und wir haben gezeigt, was wir können. Das wollen wir jetzt natürlich nächste Woche wieder zeigen. Pressing hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten viele Ballgewinne vorne. Wir hätten daraus auch mehr Kapital schlagen können und noch mehr Tore machen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber auch gut hinten rausgespielt und wirklich zusammen als Mannschaft agiert und wir sind sehr zufrieden. Klar hat man heute relativ hoch dann vielleicht gewonnen, womit viele vielleicht auch nicht gerechnet haben. Nichtsdestotrotz wird nächste Woche ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderer Gegner und der wird uns alles abverlangen und da müssen wir einfach dann gucken, dass wir unsere PS auf die Straße bringen und ich glaube, dann sind wir sehr, sehr gut beraten. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt uns nicht ausruhen auf dem Sieg. Dass wir die nächste Woche wieder extrem gut trainieren und alles geben im Training. Das haben wir die letzten 2 Wochen sehr, sehr gut gemacht. 3 Wochen. Und dann kommt das sicher gut. Es sind dann halt sehr, sehr viele Trainingseinheiten und dann freut man sich halt schon, wenn es losgeht. Und ich glaube, gerade jetzt ist es absehbar. Ist es jetzt nächste Woche soweit, dass wir endlich wieder spielen und darauf liegt dann der volle Fokus.